Herzlich willkommen aus meinem Informationskanal für vedische Astrologie. Mein Name ist Gerhard Feiner und ich bin hauptberuflich tätig als Lehrer der vedischen Astrologieschule. In diesem ca. 15 bis 20 minütigen Video geht es um die Deutung des Monats Oktober 2023 für Sie als Aszendent Fische anhand des vedischen Monatshoroskops. Zwei kurze Hinweise, ehe wir dann gleich loslegen. Erstens die Deutung wie immer anhand Ihres Aszendenten Fische, nicht anhand Ihres Sonnen- oder Sternzeichens Fische. Sollten Sie Ihren Aszendenten nicht kennen, können Sie diesen gratis berechnen. Dazu ist unterhalb in der Videobeschreibung ein Link, wie Sie Ihr vedisches Horoskop berechnen können, das Symbol im ersten Haus zeigt Ihren Aszendenten an. Ferner sei darauf hingewiesen, dass ich ja die Planeten aus Ihrem Geburtshoroskop nicht kenne, die aber auch wichtig wären für eine genaue Deutung. Trotzdem kann man auch schon allein anhand Ihres Aszendenten und der Reise der neuen Planeten am Himmel durch die 12 Häuser in Ihrem Horoskop interessante Deutungen und Wirkungen für den kommenden Monat sichtbar machen. Es wäre dennoch ein persönliches vedisches Horoskop, basierend auf Ihrem Geburtsdatum, noch viel genauer. So etwas macht meine Ehefrau Brunhilde Feiner, die ebenfalls hauptberuflich in der vedischen Astrologie tätig ist. Sie erstellt manuelle diese Horoskope, meist auch mit einer Audiodatei dazu. Und sie hat jetzt einen Schmankerl für Sie, weil ab sofort ist Ihr Herbstmarkt eröffnet. Das bedeutet, Sie können die vedischen Horoskope, die ja so wertvolle Lebenshilfen sind, insbesondere in Zeiten wie dieser, können Sie jetzt für einige Tage vergünstigt erwerben. Link dazu auch unterhalb in der Videobeschreibung. Übrigens finden Sie dort auch meinen Link, wie Sie sich für meinen Newsletter eintragen können und auch meinen Blog lesen können. So, jetzt geht's schon los. Hier ist Ihr Chart mit den wichtigsten astrologischen Daten. Dann haben wir hier den Stand der Planeten am 1. Oktober. Und ich beginne jetzt erstmal mit allgemein wichtigen Informationen. Der Monat Oktober ist gekennzeichnet von den zwei Finsternissen. Einmal eine Sonnenfinsternis, sichtbar in Nord- und Südamerika im Zeichen Waage, also Ihrem 8. Haus, am 14. Oktober, und am 28. Oktober haben wir eine Mondfinsternis, sichtbar nicht in Nord- und Südamerika, aber in unseren Breiten, wo hier im Stier in Ihrem 3. Haus stattfindet, am 28.10., 14 Tage später. Nun, ist es so, dass Sie wissen sollten, dass Sie kein Vorhaben von Wichtigkeit unter dem Einfluss einer Finsternis starten sollten, weil dann die Erfolgsaussichten aus diesem neu begonnenen Projekt unter Ihren Erwartungen wären. Das heißt, Sie sollten nicht zwischen dem 11.10. und 17.10. und 25.10. und 31.10. zum Beispiel sowas machen wie einen Immobilienkauf, Notartermin, Firmengründung, Heiratstermin oder solche Sachen. Dann empfehlen die Veden, dass man eine Finsternis nicht mit bloßem Auge beobachtet. Denn die Finsternis kommt ja zustande, weil Schattenplaneten, die Dämonen sind, Rahu, Ketu, das Licht von Surya und Chandra, also König und Königin am Himmel, Sonne und Mond, verschlingen. Wenn wir unsere Aufmerksamkeit jetzt auf dieses Himmelsspektakel richten, stärken wir diese dämonischen Energien oder umgekehrt beeinflussen sie auch uns stärker, weil wir ihnen ihre Aufmerksamkeit geben. Das wollen sie ja. Dann nächster wichtiger Punkt. Im Monat Oktober sind die größten Planeten im Sonnensystem, die Lehrer der Menschheit, Saturn, Jupiter, beide rückläufig. Dadurch kann ein altes Lernthema generell wieder zurückkommen,
womit wir uns schon mal beschäftigen mussten, vielleicht diese ganze Thematik 2021, 2022, Sie wissen, was da gewesen ist. Und so müssen wir das eben auch im Blick haben, wie wir dieses Mal damit umgehen. Zumal, da die rückläufig sind, diese Energien auch besonders stark sind. Dann haben wir ferner als Besonderheit eine Konjunktion von Sonne, Mars und Ketu, und zwar ab dem 24.09. bis 12.10. Das ist eine seltene Konjunktion, die findet statt hier bei Ihnen hier im 8. Haus. Dadurch, dass am 14. Oktober hierin auch die Finsternis ist, wird diese Konjunktion hier in Ihrem 8. Haus auch noch bedeutungsvoller. Nun kommt außerdem dazu, dass wir zwei verbrannte Planeten haben. Mars ist verbrannt vom 23.09. bis 9.01. Ja, und Und Merkur vom 9.10. bis 28.10. Das bedeutet, wenn Sie etwas, Sie sollten eine Sache von großer Bedeutung, die durch diesen Planeten beschrieben wird, der verbrannt ist, in einer solchen Zeit nicht beginnen. Also meinetwegen, Mars steht für Immobilien. Es ist nicht gut, eine Immobilie zu kaufen in einer Phase, wo dieser Planet verbrannt ist. Oder Merkur, wenn verbrannt ist, dann sollten Sie in der Zeit nicht reisen oder eine große Reise machen oder ein Geschäft gründen. Ja, Sie könnten das schon machen, wenn Sie sich ein Muhurta-Horoskop erstellen lassen, weil persönliche Faktoren aus Ihrem persönlichen Horoskop können diese Verbrennung ausgleichen, wenn diese vorliegen. Und dadurch findet man halt diese günstigen Zeitfenster, die immer sehr klein sind, wann man dann trotzdem diese Dinge starten kann. Das nennt man ein Muhurta-Horoskop. So etwas macht auch meine Ehefrau Brunhilde. Gut, dann kommen wir jetzt schon zu den Planeten im Einzelnen. Saturn in Haus 1. Nun, Saturn in Haus 1 ist ein sehr wertvoller Transit, weil er genauso wie Jupiter und Rahu im zweiten Haus, diese drei, oder wertvoller, sehr bedeutungsvoller Transit, weil die alle langsam laufen und damit wesentlich ihr Schicksal beeinflussen. Diese drei Faktoren befinden sich zwischen 1 und 2,5 Jahren in den gleichen Zeichen bzw. Häusern und haben dadurch sehr langfristige, intensive Auswirkungen, die von großer karmischer Bedeutung sind und von großer Lerneffekt sind. Und deswegen gehe ich die jetzt nochmal kurz durch, obwohl ich das die letzten Monate ja auch schon immer wieder aufgezeigt habe. Saturn in Haus 1 stellt einen großen Reifeprozess dar. Sie werden mehr einen Realitätscheck erfahren, was das Leben wirklich ist, wo auch Begrenzungen sind und wo Sie auch die Sicht der Dinge oder wie Sie dachten, Ihr Leben gehen zu können, korrigieren müssen. Saturn in Haus 1 kann man als große psychologische Wachstumsphase bezeichnen und ein Stück weit auch eine gewisse Läuterung, ja, die aber auch zu einem gewissen Abstand zu dieser Welt bringt, worum es ja geht, weil wir sind hierher gekommen in die Welt, um sie auch zu überwinden, damit wir sie loslassen können, um irgendwann frei zu werden aufgrund des inneren Aufstiegs oder der Annäherung an Gott. Die oder Verbindung mit Gott sogar. Also das ist ein sehr prägender Einfluss in Ihre Persönlichkeitsentwicklung, in Ihre Ausrichtung Ihres Lebenspfades. Dann haben wir gleichzeitig Jupiter, den Herrscher sogar Ihres Aszendenten, im dritten Haus. Das bedeutet, es wird jetzt von Ihnen mehr Initiative erwartet. Ja? Fische ist normal ein passives Zeichen. Let him go, go with the flow, was kommt auf mich zu, ich schau mal, ich warte mal ab. Nee, das ist nicht Ihre Zeit. Sie als Fisch-Aszendent
sollen jetzt raus sich zeigen. Jupiter in Haus 3 bedeutet, dass sie in die Initiative gehen sollen. Sie haben was zu sagen. Sie sind ein sattwisches Zeichen, ein Zeichen, das mehr Zugang zum Transzendenten, zur Wahrheit, zum Nichtstofflichen, zur Ethik, zu den höheren Werten des Lebens hat. Und das ist etwas, was jetzt wichtiger wird und von Ihnen auch diesbezüglich Initiative verlangt. Ja? Deswegen, Saturn steht ja auch für das Luftelement. Jupiter, der Herrscher Ihres Aszendenten, steht im dritten Haus. Das dritte Haus steht für Veränderung. Sie werden jetzt die nächsten Zeiten keine Ruhe in dem Sinne haben, sondern es geht um Entwicklung, aber auch um Aktivität. Generell auch eine interessante Phase, wo Sie sehr viel lernen können. Nun steht das Ganze auch in Verbindung mit Rahu im zweiten Haus. Das richtet hier einen Fokus auf die Entwicklung Ihrer eigenen finanziellen Möglichkeiten. Dazu sollen Sie also hierin weiterkommen, wie Sie besser Ihre materielle Sicherheit sicherstellen können, wie Sie dafür sorgen können, Ihre Finanzen zu haben, dass Sie das Notwendige, also Miete bezahlen, Dach über dem Kopf und nicht frieren und Kleidung haben, das sind einmal die wichtigsten Dinge, das ist das zweite Haus, das Geld dafür, dass Sie das auf alle Fälle auch jetzt in der neuen Zeit, die immer mehr anbricht, gut sich gewährleisten können. Und wie soll das vonstatten gehen? Da ist interessant, dass der Herrscher von Rahu, Mars, ja, hier im achten Haus steht, ja. Und hier steht die Sonne dabei und Ketu. Das heißt, sie sollen sich unabhängig machen von dem Geld von anderen, ja. Wie das geht, werden sie sicherlich ihre Ideen dazu haben, ja. Okay. Das waren jetzt mal erstmal die äußeren Faktoren. Und wir kommen jetzt aber auch noch zu den anderen Planeten. Mars, der auch noch relativ langsam läuft, aber eigentlich schon zu den schneller laufenden Planeten gehört, der sitzt hier im 8. Haus bis 12. Oktober. Er ist auch verbrannt. Das bedeutet, dass vielleicht auch mit dem Abhängigkeit in finanzieller Hinsicht, ja, von wo auch immer Ihr Geld bisher herkommt, Dinge dann nicht mehr so rund laufen, ja, oder die Prognosen vielleicht nicht mehr so gut sind. Und so ist es ferner so, wenn Mars in Haus 8 ist, ja, ich habe jetzt über Aktivität gesprochen, ja, das waren aber die längerfristigen Ziele. Jetzt ist aber bis 12.10. da Mars noch im 8. Haus, wo er eher blockiert ist und nicht so gut wirkt. Das bedeutet, Ihre Aktivität wäre zielführender und erfolgversprechender, vor allem ab 13. Oktober, weil das Haus 8 natürlich Fehlschläge wahrscheinlicher sind. Der Nun haben wir aber hier eine Konstellation mit Sonne, Mars und Ketu, diese Dreierkonjunktion hier im 8. Haus. Das ist eine, ich sag jetzt mal, eine nicht so harmonische Konjunktion von drei Planeten, die Stress machen. Und das 8. Haus, wofür steht es? Das steht für Ihre innere Stärke, ja. Und wenn wir jetzt hier disharmonische Energien haben, ja, dann ist es ein Hinweis darauf, dass Ihre Schwächen, die auch noch da sind, dass die da Ihnen jetzt etwas mehr zu Tage treten, wodurch Ihnen aber klar wird, was Sie tun, was Sie vielleicht zurückhält, um in der Entwicklung
ihrer eigenen Finanzen vorwärts zu kommen. Es ist ja so, wir können mit unseren Finanzen selber nicht sicher sein, wenn wir auch noch nicht innerlich richtig stark sind. Ja? Und wenn wir innerlich stark sind, dann können wir auch außen materielle Stabilität aufbauen. Ich darf das an einem Beispiel erläutern. Stellen Sie vor, jemand hat seine Arbeit, seinen Job, verdient gut und. Aber jetzt ist so ein Mensch, meinetwegen, innerlich nur nicht so stark, weil er noch in Süchten drin hängt, weil er noch emotional handelt, weil er noch bestimmte Triggerpunkte hat, wo er ausflippt. Dann, wenn sowas eintritt, dann kommen unlogische Handlungen und man haut alles zusammen und dann fliegt einem vielleicht auch die bisherige Arbeit um die Ohren, weil es halt entsprechend nachteilige Auswirkungen hat. Das bedeutet, innere Stärke, der Aufbau von Vertrauen auch und die Kultivierung dieser inneren Kraft, dadurch, dass wir uns auch der Spiritualität widmen, dem Durchbruch in der Spiritualität, das ist das achte Haus, hier findet der spirituelle Durchbruch statt, hilft uns auch, materiell stabil zu sein, weil dann wissen wir einfach, ja, ich muss mein Bestes geben, ja, und ich darf immer im Gottvertrauen sein und er wird mir das geben, dass ich nicht verhungere, auch wenn es mal weniger ist, aber ich weiß, ich bin beschützt als Kind Gottes, ja, und werde jetzt nicht, wenn irgendwie, muss halt schauen, ich habe ein paar so innere Schwächepunkte angesprochen, weil das achte Haus steht auch für die Süchte und natürlich Fische, wenn es Hinweise in ihrem Horoskop gibt für Weltflucht, haben auch eine gewisse Suchtneigung, die kann ihnen da stärker bewusst gemacht werden und das kann dann ein Schwächefaktor sein in dem Aufbau materieller Stabilität, insbesondere in Krisenzeiten. Was aber jetzt wichtig wäre, weil es ein Fokus ist, laut Rahu in Haus 2. So. Ja. Also das ist hier ein wichtiger Faktor. Das achte Haus lässt uns wissen, ja, dass es gut wäre, Energie dafür einzusetzen, die inneren Dämonen weiter zu bekämpfen, zu überwinden und noch mehr innere Stärke aufzubauen, weil je mehr sie innerlich verankert sind, ja, umso mehr kann sie dann auch außen nichts mehr erschüttern und sie können beständig, stabil, standfest, entschlossen, mutig, geradeaus, zielgerichtet weiterhin ihren Weg gehen und zielgerichtet fortfahren. Nun, aber Merkur, der ist in den ersten 5 Tagen im Beziehungshaus, fördert gerade in den ersten Oktobertagen Kommunikation und Fairness in der Beziehung, dann geht er ab dem 6. Oktober auch ins 8. Haus. Also haben wir viele Energien in diesem 8. Haus, was ja ein schwieriges Haus ist, ja, muss ich ja immer dazu sagen. Aber aus was Schwierigen kann eben was Gutes erwachsen. Und das ist es dann, wenn Sie sich freiwillig mit Ihren Schwächen, was Sie bisher noch von Ihrem Potenzial abhält, das umzusetzen, mehr auseinandersetzen. Dann haben wir hier ja, und so betont hat auch der Merkur dieses achte Haus mehr. Und die Venus in den ersten 10 Tagen ist im 6. Haus, ja, dort fördert sie Gesundheit, ja, und dann wechselt sie rüber ins 7. Haus und Sie sehen schon, ja, ich meine, das ist eine Sache, die nicht nur für Sie gilt, die Venus regiert das 8. Haus und diese Sache hier mit Keto, Mars, Sonne, ja, das ist auch ein Hinweis, dass wieder so etwas kommt, ja, so ein verborgener Krieg, der hier geführt wird gegen die Menschen, der wieder zurückkommt. Und womit kann der geführt werden, dieser Kampf? Ja, schauen Sie mal, der Herrscher von dieser Konjunktion, Venus, ist
im 12. Haus gezählt hier von diesem 8. Haus, hier im 7. In der Jungfrau. Womit hat es also zu tun? Ja, mit Gesundheitsthemen wahrscheinlich. Ah, dann können wir schon wissen, mit welchen Themen, dass wir uns wieder beschäftigen müssen. Nun, gehen wir weiter. Dann geht der Mars am 13. Oktober raus in das 9. Haus. Ja, dort ist er dann besser aufgehoben. Das heißt, eingesetzte Energie oder Handlungen sind dann hier erfolgversprechender investiert, weil Mars dann raus ist aus dieser schlechten Hausposition. Wir kommen dann aber auch zum Neumond, weil am 14. Oktober findet dieser statt. Und da ist ja auch dieser Tag der Finsternis. Ja. Und dieses 8. Haus, natürlich kann das jetzt auch etwas in Gang setzen, womit sie nicht gerechnet hätten. Ja. Also Überraschungen bringen. Aber ich empfehle immer, ein schwieriges Haus selber freiwillig sich daran zu machen, dass man nicht hingeschüttelt wird durch irgendeinen blauen Fleck von außen. Und das 8. Haus ist halt nun mal das Haus der Schwächen, also der Süchte, der psychologischen Baustellen, der Traumas, der Schattenseiten. Und wenn wir uns freiwillig damit beschäftigen, diese auszumerzen oder zu heilen, dann verwenden wir dieses Haus freiwillig und werden nicht hingeschubst zu dieser Arbeit, weil es meist schmerzhafter ist. Und der Neumond und auch die Finsternis, die in diesem Haus stattfinden, legen den Finger nochmal genau da in diese Wunde da rein, dass das eben ein wichtiges Thema wäre. Vor allem deshalb, weil Saturn im ersten Haus steht. Saturn ist der Signifikator fürs 8. Haus. Saturn ist der Planet der psychologischen Schwächen und Defekte. Der steht ja auch in ihrem Aszendent. Und deswegen deutet das auch dort mehr darauf hin, dass das 8. Haus so gedeutet werden muss, wie ich Ihnen es gerade erklärt habe. Wir kommen dann der Neumond nimmt ja dann zu, ja, deswegen ist er dann weg. Dann geht der Merkur raus aus der Waage, auch rüber zum Mars ins 9. Haus. Und ist dort auch besser positioniert. Und dann haben wir auch die Sonne ab dem 24. Oktober auch in dem 9. Haus. Das bedeutet, dass ab 24. Oktober viele Energien sich mehr im 9. Haus ansammeln. Ich meine, da werden wir dann schon mehr reden bei der nächsten Monatsbesprechung, wenn es schon mehr Richtung November geht. Aber das 9. Haus ist dann auch nochmal der Lebensbereich, wo es eben um ein höheres Verständnis des Lebens geht, ja, wo man eben nach Antworten sucht auch, ja, wo man die in den Schriften finden kann oder durch einen Guru oder durch einen Lehrer, der einem hilft, ja, oder die Ethik oder die Religion, damit man hier Antworten bekommt, ja, um diese Geschehnisse richtig einordnen zu können. Da wird dann die Energie mehr hingehen. Und was man hier machen kann, da gibt es natürlich Möglichkeiten, sei es Kraftorte, Pilgertouren und so weiter, heilige Schriften lesen und, werden wir dann das nächste Mal auch noch mehr drüber reden. Ja, also spannend. Allerdings kommt dann noch eins dazu, weil am 28. Oktober ist der Vollmond. Wieder gibt es ja dann hier eine Finsternis, diesmal eine Mondfinsternis. Und die hat aber auch hier eine positive Konstellation, weil der Herrscher, die Venus, im 5. Haus ist gezählt von der Finsternis aus. Das bedeutet, das 3. Haus ist das Haus, wo wir unseren Willen ausdrücken wollen, wo wir in Aktion treten wollen, wo wir eine Initiative ergreifen, eine Unternehmung starten, also irgendwas in Gang setzen, ja. Und erst wissen sie vielleicht nicht so, was sie tun sollen, aber dann wird ja das Licht verborgen durch den Mond, aber dann
geht der Dämon drüber und plötzlich bricht das Licht des Mondes wieder hervor. Jupiter ist auch da drin, ein Lichtplanet, ein sattwischer Planet. Und das ist ja eine sehr harmonische Konjunktion hier, Jupiter-Mond, sodass ihnen dann klarer wird, wie sie jetzt da die Ärmel hochstülpen, weil sie jetzt ihren Plan, wie sie weiter vorgehen wollen, klarer sehen können. Ja, das wär's gewesen für Sie als Aszendent Fische für den Oktober. Ich darf nur mal darauf hinweisen auf den Herbstmarkt von meiner Ehefrau. Link ist unterhalb in der Videobeschreibung. Und nutzen Sie die Chance für die nächsten Tage von diesen vergünstigten Möglichkeiten. Geld sparen macht ja auch Sinn in den hiesigen Zeiten. Und vor allem noch viel bedeutungsvoller ist ja der Wert, eine so tolle Sache wie diesen Lebenskompass in Form eines vedischen Horoskops jetzt zur Verfügung haben zu können. Also, das war's gewesen. Aszendent Fische, Monat Oktober 2023.